Hi Leute, willkommen zum Video Nummer 5. Meine Güte, ich war in der Tiefsteinkrypta und bin sogar wieder rausgekommen. Was für ein Wunder, wa? Mein Name ist Bubo. Legen wir direkt los. Ja, ich habe mir etwas Zeit gelassen. War ein bisschen spät dran mit dem Raid, aber das ist nicht das Problem. Aus Zeitgründen, Arbeit, Familie, ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe die Hardcore-Nummer versucht, bin direkt erstmal auf die LFG. Haben wir ja schon im Video 4 etwas behandelt, wie das funktioniert. Leute, ich habe Dinge erlebt, das glaubt ihr nicht. Die ersten Teams, ich glaube 2 oder 3, nur Rumgeschreie, die hatten keine Ahnung. Und dann wieder das Typische, ich hatte es so oft schon gesagt, Must-Have-Emblem, 20 Clears, also 20 Abschlüsse des Raids etc. pp. Die wussten überhaupt nichts. Also die wussten nicht mal, wie das funktioniert, komplett. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke mir das mal ein bisschen an. Ich schneide es ein bisschen mit, aber letzten Endes habe ich es wieder gelöscht, weil sich das wirklich nicht gelohnt hat. Das war so peinlich. Also bin ich wieder raus. Sind nicht alle so. Ich weiß, wie das ist. Aber ihr wisst ja, ein bisschen Geduld sollte man schon haben. Vor allem, wenn man neu dazukommt. Also haben wir komischerweise, oder ich im ersten Falle, weil Fox kam später dazu, eine Gruppe gefunden, die komplett erwachsen waren. Also wir sind rein. Die waren wie als kannten wir die schon über Jahre und dann ging das direkt los. Habt ihr Destiny 1 gespielt? Hey, ihr müsst gar nichts wissen oder so, wir helfen einfach nur gerne und lasst euch Zeit. Ziemlich cool, den Clan bin ich dann direkt gejoint nach Jahren Maybe Flawless, also unserem Clan, wo nichts mehr aktiv war. Deep Rock Galactic kann ich nur empfehlen, wer den Raid noch nicht gespielt hat oder einfach nur Probleme hat, Raids zu spielen. Die Leute sind einfach nur perfekt. Perfekt im Sinne von normal, ne? So, kurz zur Geschichte. Ich muss schon wieder lachen. Wir haben dann auch schon Witze gerissen, wie cool der Raid ist etc. Aber dazu komme ich dann am Ende von dem Video. Was sage ich insgesamt zur Tiefsteinkrypta, bevor wir mal ins Detail gehen? Das ist ein cooler Raid, muss ich sagen. Die Space Station, also das Außenareal mit der Musik dabei. Deepstone Lullaby heißt es, glaube ich, im Original. Einfach nur Wahnsinn, Bungie. Ihr habt echt alles auf den Nagel getroffen, auf den Punkt gebracht. Perfekt. Der Raid insgesamt, würde ich sagen, weit hinter allen anderen Raids. Einfach nur aus dem Grund, weil er fühlt sich zu leicht an. Ich will jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber wenn ihr den selber gespielt habt irgendwann, also beim Video oder Stream gucken, denkt man immer, oh mein Gott, der Raid ist so schwer. Das schaffe ich nie. Geht mir immer so bei jedem neuen Raid. Wahrscheinlich euch auch. Weil ich halt auch nicht der Pro bin an sich. Dann dachte ich mir so, okay. Und war dann ein bisschen, na, nicht enttäuscht, aber es fühlt sich irgendwie, ich glaube, der Glad hatte das mal erwähnt und wurde dafür ganz schön gescholten auf Twitter und Co. Es ist zu easy, teilweise. Ja, aber dazu kommen wir noch im Detail. Also ich habe 2 Runs bisher gemacht, das ist nicht viel, aber es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich 2000 gemacht, weil sehr intuitiv und gar nicht so schwer zu verstehen. Wir haben uns die Rollen oder gegenseitig ausgetauscht oder erstmal erklären lassen, weil die wirklich wie Sherpas sind, also die Lehrer, die erklären das ziemlich gut von Deep Rock Galactic. Also haltet ein Auge offen für die Bande, weil die sind ziemlich cool. Die haben auch international, es gab auch gestern mal so einen Zwischenfall, das war einfach nur ein Klassiker, muss ich euch kurz erzählen. Wir sind bei Tanix am Ende, ja, ich roll mal das von hinten auf. Auf einmal fehlt uns jemand, weil der hat immer irgendwie eine schlechte Verbindung oder macht was mit dem Kontingent übers Handy, keine Ahnung. Der war schon gut, was zu lachen, aber wir waren ziemlich gechillt, ja. Und da kam einfach einer vorbei von der Bande von denen, der hatte aber gar nicht so viel Zeit, also nur für Tanix am Ende, für einen Boss. Und der andere in unserem Team, der konnte aber nur Italienisch, der konnte Englisch verstehen, aber nicht sprechen. Also hat er, weil er 2-sprachig oder 3-sprachig war, der andere, hat er live übersetzt. Und wir mussten dann so lachen, weil ich so ein paar englische Sachen kenne, wie Mavafanculo, ich kann das jetzt hier nicht übersetzen. Da wäre ich wahrscheinlich auf YouTube gebannt, dann gab es gut was zum Lachen. Obwohl wir uns gar nicht so lange kennen, haben wir schon so eine Art Familienverhältnis, möchte ich fast sagen. Ja, dann haben wir den Boss umgehauen und dann war's das. Die Leute hatten ihren Loot, ich auch. Zum Loot komme ich auch noch, Freunde. Oh mein Gott. Also,
das am Ende nur so mal ein bisschen spaßeshalber erwähnt, weil man muss auch ein bisschen lachen während des Spiels, weil den ganzen Drama-Kram momentan auf YouTube, der eine hat da zu meckern. Dann wurde gestern irgendwie der GLAAD angefahren mit irgendwelchen toten Hamster und so. Ich will das gar nicht erwähnen. Ich meine nur immer mal ein bisschen in den Videos was anzutasten und letzten Endes möchte ich aber was ganz anderes machen und zwar positiv ein bisschen auf das Spiel und ja, meine Erfahrung einwirken. Der Rest, den könnt ihr euch im Fernsehen oder sonst wo angucken. Also, fangen wir an. Sparrow kennen wir. Frostbite Glitch hatte ich schon erwähnt, funktioniert immer noch. Es ist ein bisschen sinnlos, wenn man noch nie den Raid gespielt hat, nur mal so zur Info, sich die erste Kiste zu holen. Warum? Ja, das liegt einfach daran, wenn du keinen Abschluss hast in den Raid, wissen viele wahrscheinlich nicht, also ich wusste es vorher nicht, bekommst du nicht irgendwas gedroppt, also nur diese Spoils, also diese Währung, dass du dir am Ende da die Random Rolls in diesen Kisten, wenn du Tanix erledigt hast, in der Endkiste dann kaufen kannst, was viel, viel zu teuer ist. Das sage ich direkt am Anfang. Ich glaube, es sind 60 Spoils. Man kann 240 maximal haben, meine ich. Könnt ihr mich gerne korrigieren, aber das ist auch nur so nebenbei. Ich würde es nie machen. Ich habe es nur für eins gemacht, um zu sehen, als Beispiel für mich selbst. Aha, aha. Lohnt sich nicht. Wirklich nicht. Also, wir sind rein. Gut, der erste Encounter, Crypt Security, ist, muss man nicht viel sagen. Selbstredend, eigentlich der kürzeste, glaube ich. Das war so schnell vorbei, ich habe das gar nicht gemerkt. Und ist auch keiner verstorben oder sonst irgendwas. Und wir wechseln jetzt wöchentlich immer die Rollen dann. Also einmal Operator, dann das. Ich habe dann später komplett den Suppressor gemacht, dass der halt ein bisschen pusht. Ne? Das ist der mit dem blauen Kreuz. Also man hat ja eigentlich einen Operator rot, man hat einen Scanner gelb und eigentlich hat man den blauen. Das ist der ja, Suppressor. Der ein bisschen pusht dann. Kommen wir zu Aatrox One, mein Lieblings-Encounter. Ich habe den erst gar nicht verstanden mit den ganzen Mechaniken. Also ich meine nicht Operator und so und den ganzen Kram, sondern wo man hin muss. Und da nochmal Kompliment an die Leute, unbekannterweise, weil die verstehen wenig Deutsch. Das war super. Also einfach nur auch an alle anderen, die irgendwelche Neulinge durchziehen oder nicht durchziehen, das ist wieder das falsche Wort, aber so eine Art Lehrer spielen, ja, das ist einfach nur fantastisch. Man lernt eine Menge, das kann ich euch direkt versichern. Also seid ein bisschen geduldiger bei manchen. Es gibt genug Leute, die es nicht sind und über die wollen wir ja nicht reden, nicht wahr? Also, wir waren dann bei Aatrox One, wo wir dann mit der Lament ihn damagen konnten, also bei den Abbildern letztendlich haben wir ihn geschafft. Ich glaube, wir sind zweimal haben wir gewiped, weil Fox hat, glaube ich, der war dann mit dabei, das erste Mal den Scanner gemacht und dann haben wir uns erstmal in Ruhe alles angeschaut. Also es war ein bisschen, nicht hektisch, aber chaotisch so für einen selbst, dass man, weil so viel passiert in diesem Account, da hast du dort was, dann kommen die ganzen Ads noch raus und musst du da clearen und ja, das ist aber schon okay, weil eigentlich macht man sich selber nur ein bisschen fertig. Das kennt ihr ja von anderen Raids. Und das war schon in Ordnung. Also, wir haben gut gelacht über uns selbst auch. Ja, was war das Nächste? Das war mein Highlight. Ich sagte es am Anfang, das Außenareal, auch mal einen Sprung verpasst oder 20. Aber das war cool. Das seht ihr ja hier im Video. Einfach nur fantastisch, was Bungie da schafft. Das wird mir zu wenig gesagt, auch in den Streams und so. Die haben zwar am Tag 1 da groß erzählt, ja, so toll. Aber sowas muss man respektieren. Das ist ein Haufen Arbeit, glaube ich, dieses Areal mit der komplett animierten Raumstation so zu bauen. Nicht schlecht. Wirklich, 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 wirklich sehr angenehm. Du hast auch keinen Zeitdruck, ist mir aufgefallen. Also es gibt irgendwie außer bei meiner Rolle mit dem Suppressor, dass du die drei, wir sagen immer, die schwebenden Bällchen abfliegen musst. Gibt es, glaube ich, einen Trick, dass du einmal mit der Anarchy auf den Boss schießt am Ende bei Tanix und dann rennst du einfach nur den Pathway, also den Pfad ab zu den dreien und dann klickt der da automatisch rein und dann hast du ihn suppressed. Ich bin einmal, ich glaube im Video sieht man das gar nicht, ich weiß es nicht, ich habe es noch auf einer anderen Festplatte. Beim Reinspringen
für Tanix, da bin ich kurz an dem Außenring gestorben, weil ich wieder zu blöd war zum Springen an sich. Aber da hat man wieder ein Beispiel gesehen. Also es können auch Leute sterben, man kann auch wiederbeleben. Dadurch geht nichts verloren. Also es ist insgesamt na, nicht wie die gläserne Kammer, weil dort konnte man dann auch, wenn selbst im Hardmode Leute weg waren, konntest du es schaffen. In diesem Fall wird es dann schon eng, wenn mehrere Leute tot sind. Das hatten wir zum Glück nicht. Ich glaube, nur einmal so zum Test und Learning by Doing Run, Practice Run. Aber ansonsten war das ziemlich cool, alles insgesamt. Der Loot, da kommen wir mal zum absolut negativsten, ist absolut unter aller Sau. Ich habe die Scout Rifle bekommen und die Handknarre, die Hand Cannon, die ist ziemlich cool. Ich glaube, Posterity heißt die, glaube ich, irgendwie sowas. Nagelt mich da nicht fest. Ich habe immer zu viel englische Begriffe im Kopf. Ich muss das sowieso irgendwann mal ändern. Also verzeiht mir in der Richtung. Ja, die Waffen selbst, die lasse ich jetzt mal weg. Der Loot ist natürlich toll. Aber ich habe mit meinem Warlock 4-mal Schuhe bekommen. Also 4-mal Boots. Erklär mir mal eine, warum das überhaupt möglich ist. Ja, das ist einfach zu erklären. Das wurde mir dann auch gesagt, dass du schaltest nach und nach, wenn du einen Random Drop kriegst, deine interne Loot-Table frei. Das siehst du am Ende an der Kiste von Tanix, wenn du ihn gelegt hast, dann siehst du unten, welche du schon freigeschalten hast. Dann gibt es wieder diese, die nicht random sind, die Kisten, also wie bei dem Außenareal an der Space Station. Und das kann ich absolut nicht reproduzieren, warum man sowas macht. Natürlich ist die Intention dahinter, bitte gehen nochmal in den Raid, machen nochmal und hier und da. Es gibt ja auch den Raketenwerfer, den exotischen, den jeder haben will. Ich habe ihn noch nicht. Das wird noch eine Weile dauern, denke ich. Aber das ist ja kein Problem. Man spielt ja nicht wirklich lang den Raid. Ja, und das ist das Hauptproblem, weil da hatten wir auch eine gute Diskussion, nachdem wir das alles abgeschlossen hatten. Diskussion im positiven Sinn über unsere ganzen Jahre so in Destiny, unsere Erfahrung oder was jetzt kommt mit dem Sunsetting, dann wieder nicht, dann dieses ganze kontroverse Geblubber, das überall so, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Du machst Twitter oder YouTube an und da geht schon wieder los und alles ist nicht gut und was ja irgendwo auch stimmt, ich meine, die Leute denken sich das ja teilweise nicht aus. Es gibt sicherlich Leute, die sich alles ausdenken, aber ich glaube die Mehrheit nicht. Zumindest nicht in dieser Community. Jo, und dann stehst du da und dann hatte ich die Frage halt wegen dem Loot an sich, wie lange es dauert, dass man ein komplettes Set hat. Und das dauert wohl wirklich bei manchen ewig. Und das kann's doch nicht sein, oder? Dass du ewig brauchst, um ein Set zusammenzukriegen? Ich meine, wenn es mal an einem Item scheitert, okay, oder an einer Waffe oder so. Aber warum wird das denn gemacht? Das ist so der einzigste negative Punkt, den ich habe. Man sollte vielleicht wirklich dazu übergehen, wieder so eine Art, ich möchte es nicht Prestige-Mode nennen, das klingt immer so ein bisschen von oben herab, so eine Art Hardmode, wie in der gläsernen Kammer oder bei Crota. Einfach ein Hardmode, der wirklich knackiger ist. Du hast keine Möglichkeit zum Wiederbeleben. Fertig aus, Ende. Wird für die meisten natürlich leicht sein, weil. Aber wenn es dann ein bisschen knackiger ist, ich stelle mir das nur ein bisschen kompliziert vor, wenn du dann noch einen Hardmode hast, den ich mir selber wünschen würde, mit den ganzen Champions, wie das funktionieren soll, dass du die dann vielleicht gar nicht so schnell fertig kriegst, dann kriegen die ihre Healthbar wieder schnell aufgeladen oder so? Ja, weiß ich nicht. Aber da ist Bungie fitter, also da bin ich ein Noob gegen und manche andere auch. Die werden das schon irgendwie dann austüfteln oder so. Was mir auch nicht gefallen hat, ist, ich will nicht zu negativ sein, aber Tanix selber macht keinen Bock. Also der Typ, wir hatten den schon so oft als Strike-Boss. Ihr habt das bestimmt irgendwo schon zigmal gehört und gesehen und gelesen. Tanix has no house. Er geht ein bisschen auf den Sack. Ja, wir haben damals in Destiny 1 ewig gebraucht, um die für einen Hunter die Cloak zu kriegen von ihm. Und natürlich hat Eramis Truppe den irgendwie als Leiche und so, sieht man ja auch in der Story. Und dann macht ihn fertig. Da gibt es ja eine Cutscene von. Ist schon okay. Ist aber nicht die beste Idee und dass er am Ende noch in einem Schweber hängt, der wirklich nicht cool aussieht. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen ironisch gemeint, ich kann es nicht beurteilen. Es hat trotzdem insgesamt, Tiefsteinkrypta hat Spaß gemacht.
Ich würde euch das unbedingt ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen Angst habt oder so wegen den ganzen Mechaniken, habt die nicht. Geht einfach dorthin, wo die Leute entspannt sind, wo sie gut erklären, wo ihr was lernen könnt, vielleicht selber was weitergeben könnt etc. pp. Und bleibt fern von irgendwelchen Leuten. Es laufen auch momentan auf der LFG, habe ich gesehen, sehr, sehr viele mit halben Betrug. So, ja, kommt in unseren Discord und wir bringen euch Flawless in 5 Minuten und solche Sachen, also in Trials. Passt da ein bisschen auf, wenn ihr da rumguckt. Es gibt einen Haufen gute Leute, das erkennt man ziemlich schnell, wenn man im ersten Gespräch oder so ist. Ja, und einfach auch mal mit Fehlern anfangen, ja, also ich bin auch irgendwie bei irgendwelchen Jump-Puzzlen oder so einfach daneben gesprungen, musste über mich selber lachen, alles nicht so ernst nehmen, es ist nur ein Game, ja, also gelungen, schon, abwechslungsreich kann man auch sagen, es ist sehr mechanical hard, würde ich sagen, also wenig auf Damage ausgelegt. Aus meiner Sicht, wenn du die Lament hast, wie bei Atrax One, ansonsten der Rest ist ja egal. Gut, am Ende, klar, da versuchen jetzt viele mit Double Slugshun, auch schön, Slug Shotgun dran zu gehen und mit irgendwelchen Makros, die Waffen, habe ich gesehen, in Sekunden zu wechseln, so kleck, 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 und dann hast du permanent alles voll. Ja, bin ich nicht der Typ für. Wahrscheinlich breche ich mir die Hände. Ich nutze ja eh den Astro C40 Controller. Oh, der böse Bubo nutzt einen Controller. Eine Minute Trauer. Nein. Ja, das war es eigentlich schon im Allgemeinen dazu. Was könnte man noch empfehlen, was den Raid angeht? Ich weiß es nicht. Also mir hat die Optik gut gefallen. Also dieses ganze Areal, Tiefsteinkrypta, das... Man verbringt eigentlich zu wenig Zeit in den Encountern, weil man könnte dann rumgucken, ja, mit seinem Clan oder so wie wir. Aber ich stelle mir das schwer vor bei einer LFG. Also ich bin ja jetzt den Clan gejoint, wir machen das natürlich, aber bei anderen Leuten, die sagen dann natürlich, komm, nächster Encounter, weiter geht's und ach, in Lichtgeschwindigkeit, mein Freund. Naja, man kann ja auch mal solo reingehen oder so oder sich einen Checkpoint holen und dann dort ein bisschen rumspringen. Insgesamt wirklich cooles Design. Ich habe noch nicht so ganz verinnerlicht, ob das in naher Zukunft irgendeine Kombination aus irgendwas ergibt, weil so von der Lore her, ich habe mir noch nicht alles durchgelesen, aber das ist schon sehr, sehr interessant. Nur fehlt mir da der Faden jetzt, das komplett irgendwie in 2 Minuten unterzubringen. Aber das könnte ich ja vielleicht irgendwann mal nachholen. Oder ihr guckt einfach auf einen anderen YouTube-Channel, wo die Lore dann richtig schön erklärt wird oder so. Da muss ich noch ein bisschen üben, denke ich. Also, kann man sehr empfehlen. Es war ein schönes Abenteuer. Mehr dazu dann später. Wie gesagt, ich hatte erst 2 Runs oder so. Und man sieht das ja auch im Video. Ist nicht ganz so schnell wie bei anderen. Aber wir hatten genug Spaß und darauf kommt es an. Und da sind wir schon wieder am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Subscriben. Wer auch immer das ist, den Daumen hoch, runter, wie auch immer ihr das mögt. Kritisiert gerne. Bleibt gesund. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Bubos out. Bye, bye.